So, es geht weiter. Ich spiele noch mal eine Runde mit den Schurken, mit den Raptor Deathrook, so habe ich ihn genannt. Und dann werde ich danach mal noch ein neues Deck bauen. Ich habe wieder Bock, das Secret Mage zu spielen. Gegen Gul'dan. Eure Seele wird mir gehören. Zweimal meucheln. Auf der Hut. Einmal reicht zum Start. Mehr will man eigentlich nicht haben. Ja, das sieht schon mal wieder nach einem sehr, sehr beschissenen Early Game aus. Letzte Partie war knapp. Ich hatte ihn eigentlich so gut wie sicher. Und dann kam er mit seinem blöden Silence an. Pech für mich. Komm, Ergos, ja. Einen beschissenen Start kann man eigentlich nicht haben in diesem Match mit dem Schurken, mit dem Raptor Rook. Das ist ziemlicher Kotze. Ich grüße euch. Die Freude ist ganz meinerseits. Okay, das ist interessant. Das ist ein Zulok. Los geht's. War natürlich nicht sehr mana-effizient. Ich muss jetzt eh gefühlte halbe Stunde warten, bis ich hier irgendwas ausspielen kann, was mir auch was bringt. Ja, gut. Spielt er so? Das ist eine Rubinek. Besser wie nichts. Eigentlich ist es nichts, weil. Wir müssen den Sonnenbrunnen läutern. 4-3, schon mal ganz schön nervig. Ja, ich glaube, die Sache sieht nicht gut aus. Ich komme hier kaum irgendwie zurande mit irgendwas. Ja, bleibt schon auf dem Face. So ist dann nicht. Ich komme hier wirklich nicht zum Zug. Das ist unglaublich. Schon sieht es wieder sehr, sehr beschissen aus für mich. Okay, du satt. Das soll eine Waffe sein. Okay, mach das so rum. Hat mir ein bisschen was gebracht, aber mir auch nicht. Noch ein Pilot. Puh. 4 sind 6 Damage, die er da machen kann. Ich versuch's einfach mal mit Baron Totenschwur. Der hat noch genug eigentlich. Los geht's. Stalag zerquetsche. Okay, jetzt spielt man Stalag. Hound Creeper. Los geht's. Das kann ich nicht tun.
nächste Runde werde ich mit Comergo spielen. Ist jetzt schon mal klar, dass er auf jeden Fall Baron Totenschwur. Nein, macht er nicht. Okay, interessant. Soll ich doch gleich mit K2Z spielen? Latein, Diener, Soldaten der eisigen Finsternis. Okay. Verfüttere euch an mein Folgen, okay. Und ne Rubinek. Yusuf Sergeant, jetzt muss ich erstmal was loswerden. Es ist an der Zeit. Der macht ja immerhin 5. 2, 4. So, jetzt muss ich mal kurz nachdenken, wie mache ich denn das am besten? Mit ihm werde ich mal angreifen. So, dann haben wir noch Quomagos. Dieses Mal gibt er auf. Er hat viele Fehler gemacht. Er hätte eigentlich sofort K2Z versuchen sollen umzubringen. Hat aber nicht gemacht. Oder zumindest Baron Totenschwur, als er die Chance dazu hatte. Komisch. Aber das Deck kann durchaus funktionieren. Macht Spaß. Valera gegen Thrall. Eure Zeit ist gekommen. Seid auf der Hut. Comergos können wir mal wegmachen. Mal den Kübel können wir lassen. Das ist immer eine gute Karte. Und da haben wir den Raptor. Sehr schön. Das ist doch schon mal ein guter Start. Grüße. Die Freude ist ganz meinerseits. Oh, das ist wieder einer, der so eine Klappe nicht halten kann. Ausweiden. Zweimal ausweiden. Los geht's. Den Raptor auf die Haunted Creeper zu machen, ist eigentlich immer eine recht große Verschwendung, wie ich bis jetzt gemerkt habe. Die Bein-1er sind nicht so effektiv, wie zum Beispiel, wenn man... wenn man sich dann doch lieber die...
die Death Rattle-Effekte zum Beispiel von einem Beutehamsterer holt. Das ist ziemlich gut. Kann ich Bedarf würfeln? Oh, die Waffe habe ich schon draußen. Könnte ich. Ja, das mache ich mal. Los geht's. Ich habe ja immer noch die Kombo mit Ausweiten, damit ich das, die Nerubian, die rauskommt, auch gleich töten kann. Gewittersturm, okay. Da hat er dann doch die Faxendicke gehabt, glaube ich. Auch nicht das Wahre. Los geht's. Schicken wir mal das Eck nach Hause. Amber und Elemental. Baron Totenschwur. Ja. Irgendwas muss ich rausspielen. Los geht's. Baron Totenschwur einfach so nackt aufs Feld zu schicken, ist immer eine schlechte Idee. Aber ich glaube, in dem Zusammenhang muss ich es, ja, da kann ich nicht viel machen. Baron Totenschwur einfach so rauszuspielen, sehr blöde Idee. Mein Schild für Argus! Loatep. Oh, ich hasse das Flame Tank Totem. Der Frostwolf Clan ist bereit. Uiuiuiui. Ach du Scheiße, das sieht gar nicht gut aus für mich. Tja, jetzt muss ich das wohl doch spielen. Ja, das ist die blödeste Art, hier gerade mit dem Raptor-Hook irgendwie anzukommen. Das ist eine ganz, ganz blöde Situation gerade, die ich hier habe. Ja, das wird, glaube ich, nichts mehr. Gehen wir mal auf. Da sind die Kombos einfach zu schlecht, die ich hier gerade habe. Ich habe keinen Death Rattle, wo der Raptor hätte lohnen können. Ich hätte vielleicht doch am Anfang mit den Haunted Creeper spielen kann, aber ich finde, das ist eine Verschwendung, auf den Raptor da dafür einzusetzen. Die beiden 1-1er sind jetzt nicht gerade das, was ich effektiv nennen würde, aber gut, zum Traden sind sie vielleicht nicht verkehrt. Nicht so lange warten, sondern einfach spielen, den nämlich schon lange rausspielen können und hätte dann einen 3-4er immerhin auf dem Board gehabt. Lehrer gegen Garrosh. Sieg oder da gibt's noch einiges, was ich lernen muss. So, Pilot Shredder packe ich mal weg, auch wenn er eigentlich gut ist, aber ja, hätte ich den mal behalten. Den scheiß Verteidiger von Argus. Natürlich kann ich dafür dann das Nerubian-Eck irgendwie rausbringen, aber das sieht schon mal wieder nach einem sehr, 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 sehr beschissenen Start aus. Ach du Scheiße.
Na gut, man kann ja auch nichts machen. Kann ich Bedarf würfeln? Wenn wir den Loot-Heuler haben, dann werden wir den gleich mal. Die Freude ist ganz meinerseits. Rausspielen. Zeit für ein bisschen Blut vergießen. Armani Berserker. Wirbelwind. Shit, jetzt bringt das natürlich nicht mehr viel. Gut gespielt, das muss man ihm lassen. Berserkern. Also die Fang Knives wären eher eine schlechte Idee. Auf in die Schlacht, Made! Das kann ich nicht tun. Okay, das war noch eine beschissenere Idee. Das kann ich nicht tun. Nee. Los geht's. Habe ich ihnen da auch noch geholfen? Nicht so gut gewesen. Na! Blöde Idee. Richtig blöde Idee. Ja, ich habe gedacht, ich habe jetzt wieder nicht nachgedacht. Da ist natürlich noch auf einen unverletzten Diener. Nicht, wenn ihr schon 2 Damage kassiert habt, dann geht's natürlich nicht mehr. Versucht es hier nicht. Naja, gut, jetzt ist die Sache eh, glaube ich, durch. Macht jeweils 1 Damage, Lower Tap. Muss ich leider so spielen. Habe ich mir, glaube ich, selber versaut, die Sache. Okay, Tusa hat natürlich. Das ist das, was man haben will. Doch, vielleicht zu viele Legendaries drin brauche ich, um eine K2-Set oder... Na, K2-Set hat letzte Runde ganz gut funktioniert, aber auch nur, weil das kein besonders guter Spieler war. Der macht ordentlich Druck. Waffe mit Waffe. Das wird nicht sonderlich besser. Ach du Kacke. Ach du Scheiße, den wird er jetzt wegtraden. Ja, ich glaube, die Sache ist gegessen. Das sieht nicht gut aus. Da habe ich nicht wirklich eine große Auswahl jetzt. Das sind alles... Ich glaube, ich habe zu viele Late-Game-Karten. Vielleicht doch überlegen, dass ich einen von den beiden rausnehme. K2Z oder Kormagos. Das ist immer eine Karte mehr, wo ich vielleicht einen Death-Rattle-Effekt rausbekäme. Kormagos finde ich eigentlich gar nicht so verkehrt. K2Z ist aber auch nicht verkehrt. Schwierig. Okay, der spielt mit Ansturm. Ja, und schon haben wir die Sache nicht vergessen. Tschüss! Ja, ich glaube, da muss ich was ändern. Ich muss einen von denen rausnehmen. Ich habe nur zu viele Legendaries auf der Hand. Entweder habe ich da Pech oder... Da müssen wir noch was ändern. Den guten Kell werde ich mal rausnehmen und dafür werde ich... noch eine Karte mit Todesröchern hineinnehmen.
Das brauchen wir nicht. Der Todesfürst ist auch nicht. Der Erntegolem ist so das Einzige, wo ich sagen würde, okay, ja. Oder der Wächter der Anubisat. Ich versuche mal mit dem Wächter der Anubisat zu spielen. Mal gucken, wie das so ist. Wenn das auch Mist ist, dann werde ich den Harvest Golem reinnehmen. Ihr könnt ja in die Kommentare gerne mal reinschreiben, was ich besser machen sollte an den Deck. Wie gesagt, ich habe noch nicht alle Karten beisammen, aber das wäre so eine Möglichkeit. Valera gegen Anduin. Das Licht wird den Sieg bringen. Seid auf der Hut. Das ist mal ein besserer Start. Kaltblütigkeit kann ich nutzen, um das eine Ruben Egg zu aktivieren. Gegen den Priester spiele ich sehr, sehr ungern. Ist jemand verletzt? Okay, das Übliche. Damit er sich zumindest nicht heilen kann nächste Runde. Mit dem Raptor. Ich hab noch eins. Das war's. Fuck. Dankensicht ist immer eine ganz, ganz bittere Karte. Bleibt auf jeden Fall mal auf dem Face. Ah, die Fang Knives. Noch ein Ruben Egg. Ne, ich mach's andersrum. Weil dann werde ich den nämlich auch sicher los. Dann nix so eine Loa-Tap. Ach, den Pilot hat er bekommen, okay. Nochmal Gedankensicht. Yeah.
das Eckhart bekommen, okay. Sechs Mana ausreiten. Das Ende. Ja, mit sechs Mana und dem Pilot spielen. Los geht's. Eigentlich habe ich schon gewonnen nächste Runde. Ich habe immer noch 12. Nee, habe ich gar nicht. Doch, habe ich. Und noch die Fang Knives. Mal noch irgendwas raussetzen jetzt. Mal kurz nachdenken. Das sind 4, sind 8, sind 12, sind 13 Damage. Sind 14. Also 2 Damage hätte ich dann noch übrig. Ja, sollte gehen. Jetzt wohl nicht mehr. Oh ja, aktiviert nur das Ei. Los geht's. Nee, das will ich nicht machen. Das war ganz gut. Ein Spielchen können wir uns noch gönnen. Valera gegen Rexha. Lass die Jagd beginnen. Seid auf der Hut. Das ist eigentlich gar kein so schlechter Start. Ach, gegen Hunter wahrscheinlich wieder gegen Facehunter. Kaltblütigkeit. Hier kann schon mal nichts machen. Nicht lang und fest. Okay. Das ist eine Sprengfalle. Sound. Oh, schade, ich hätte jetzt nächste Runde eher mit dem Verteidiger von Argus trainiert. Von Argus kann ich ohnehin nichts empfangen. Ja, ich hätte es auf 8 Damage erhöhen können. Das wäre die Sache. Jetzt warte ich wieder so lange, bis das eine Ruben Egg kommt. Eins hatte ich ja jetzt schon, also ist eigentlich Quatsch. Da jetzt rumzueiern, sondern ich müsste schon Kaltblütigkeit irgendwie jetzt schon einsetzen, weil ich nicht sehe, wie er mir den wegnehmen sollte. Okay, jetzt sehe ich es. Oh, er macht's nicht, okay. Fang Knives werden halt richtig gut jetzt.
gleich mal ausweiten einfach. Muss ich mal gucken, wie ich das mache. Ja, da will ich wohl einmal ausweiten spielen. Los geht's. Wieder vergessen, Kaltblütigkeit zu spielen. Das hört mir noch zum Fängnis, ich weiß es. Das wären immer 8 Damage, die ich da machen könnte. Uiuiuiui. Unnötige Fehler. Ich frage mich, ob... Ja, ich spiele jetzt mit 6 Mana. Ich fliege! Okay, jetzt wird er sie wegtraden, denke ich mal. Nein! Auch wieder nicht! So, jetzt spiele ich endlich mal Kaltblütigkeit für alle, die jetzt schon... graue Haare bekommen haben. Das war's. Ich habe meine Der Typ Game Hunter. Okay. Wir sind doch endgültig die Schnauze voll gehabt. Tja, das sieht gar nicht mehr so gut aus. 4. Das sind 4. Ja, das reicht leider nicht. Das reicht leider nicht. Der macht schon 4 Damage. Tja, da werde ich wohl nicht drum herum kommen und das so spielen müssen. Mein Schild für Argus. Los geht's. Ich riskiere es mal. Kämpfe meiner Seite. Und er bekommt natürlich ein Schweinchen und ein Fass. Und damit hat sich die Sache wieder erledigt. Ja. So einfach verliert man Spiele. Das gibt's nicht. Ach, ein Sludge-Belcher. Ja, ich hab oder so verloren. Ja, hintenrum habe ich wieder nur die beschissen. Ich hätte schon viel früher mit Kaltblütigkeit spielen müssen. Das ist immer noch eine Sache, die nicht in meinen Kopf reingeht. Die geht nicht in meinen Kopf rein. Einfach mal die Karten spielen, die man hat und nicht warten bis zum, keine Ahnung, bis Weihnachten ist, sondern einfach mal spielen. Eine Runde mache ich noch, glaube ich. Obwohl. Ich mache hier einen Cut und dann sehen wir uns zur nächsten Folge wieder. Dann spiele ich mal ein anderes Deck, glaube ich. Ich guck mal. Also, bis dahin. Ciao.